Willkommen zurück. Wir sind in der Bibliologie. Wir schauen uns den Schöpfungsbericht etwas genauer an. Wir kommen jetzt zu den einzelnen Tagen, wie Gott die Welt gemacht hat. Und wir schauen, wie kann man das innerbiblisch unterstreichen, bestätigen, dass es tatsächlich so gewesen ist, wie die Bibel es sagt. Es heißt in 1. Mose 1,3, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Ja, die Frage ist natürlich, was ist das für ein Licht? Denn das Sonnenlicht, das kommt ja explizit erst am vierten Tage. Was ist das für ein Licht? Nun, es könnte die Herrlichkeit von Gott sein. Das heißt, Gott spricht und in dem Moment, wo er spricht, ist dann die Erde da. Das ist erstmal der Klumpen und das Wasser rundherum. Finsternis war noch da, also Gott schafft es, aber in dem Moment, als er es gemacht hat, an diesem ersten Tag, wo jetzt am Anfang die Zeit auch läuft, in dem Moment scheint auch die Herrlichkeit Gottes die Erde eben auch gleich an, so dass es dann auch gerade hell wurde. Das heißt, das Schaffen, das war noch aus dem Finstern, aber weil er selber bereits da ist, ist dann auch die Herrlichkeit Gottes bereits da. Wir könnten das vielleicht aus Offenbarung 21, Vers 23 ableiten. Es heißt nämlich dort, das ist vom neuen Jerusalem die Rede, die neue Stadt bedarf keine Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und die Leuchte ist das Lamm. Das heißt, die Heiligkeit Gottes ist dermaßen heilig, dass er ausstrahlt. Und das könnte dieses allgemeine Licht sein, das soeben am ersten Tag da gewesen ist. Also, der macht etwas, es ist so quasi noch in der Hand verborgen und Gott sagt, und das Licht sei jetzt auch da, er lässt die Erde dann im Nichts hängen und seine Heiligkeit strahlt es an. Nun, wir wissen es nicht genau, was gemeint ist, aber es ist doch interessant, dieser Bezug in die Offenbarung. Dann der zweite Tag. Gott sprach, es werde ein Firmament zwischen den Wassern, die das scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott das Firmament und schied die Gewässer unter dem Firmament von dem Wasser oben am Firmament. Und es geschah so. Und Gott nannte das Firmament die Himmel, also in der Pluralform, und es wurde Abend und Morgen der zweite Tag. Nun, hier kommt jetzt bereits die Erdrotation dazu. Die war wohl von Anfang an schon da, als Gott die Erde setzte und gleich einen Drall da drauf gab. Jetzt heißt es explizit Abend und Morgen. Natürlich ein direkter Hinweis eben auf die 24 Stunden, die da pro Tag eben da gewesen sind. Man könnte ja theoretisch sagen, ja, der Ausdruck Tag ist einfach eine lange Zeit. Aber wenn jetzt steht Abend und Morgen, ist es doch ein deutlicher Hinweis, dass man da mit 24 Stunden pro Tag ausgeht. Ja, was entsteht am zweiten Tag? Das Wasser war schon am ersten Tag geschaffen worden und jetzt teilt Gott das Wasser auf. Das Firmament, dem würden wir heute wahrscheinlich Atmosphäre sagen. Dass also ein Teil des Wassers verdunstet in die Atmosphäre gelangt, in den Wolken ist und es dementsprechend dann auch Wasserdampf eben entsprechend in der Luft hat. Und wenn es dann abkühlt, kommt das Teil dann auf die Erde. Geregnet hat sie noch nicht, das kommt dann erst durch die Sintflut. Also, hier kann man wohl davon ausgehen, dass es jetzt Wolken gibt, dass es Luft gibt und in der Luft ein gewisser Wasserdampf dann da ist. Frage ist natürlich, ja, hatten die ersten Leute gedacht, die Erde sei eine Scheibe? Das ist eine Frage, die da immer wieder kommt. Wie ist denn die Erde aufgebaut? Gibt es wirklich die Erde und dann der Luft? Die Luft selber, wie geht das? Es war eine Überlegung, dass man gesagt hat, die Erde ist eine Scheibe und jetzt ist das Firmament als eine Halbkugel und an dieser Halbkugel sind dann die Sterne aufgehängt. Wir haben da so eine Zeichnung, der eine, der ist ganz am Rande dieser Erdscheibe, schaut durch das Firmament hindurch in den Äther auf die andere Seite rüber. Man sieht noch den Kopf und so seinen Stab auf der anderen Seite. Ja, ich denke, von der Bibel her kann man das so nicht sagen. Wir haben im Hiob 26, Vers 7 die Aussage, er spannt den Norden aus über der Leere, hängt die Erde auf über dem Nichts. Es ist nicht direkt eine Aussage, ist die Erde rund oder eine Scheibe, aber es zeigt, dass die Erde im Universum drinnen ist, im Nichts und schwebt dort. Also das ist irgendwo aufgestellt oder so. Eine interessante Aussage, die wir da bereits haben. Es gibt noch so ein Argument, warum die Bibel die Erde als rund beschreibt.
Und zwar, wenn Jesus wiederkommt, dann sagt Jesus, dass drei verschiedene Zeitzonen dann da sein werden. Es heißt in Lukas 17, Vers 34, dass dann, wenn Jesus wiederkommt, Menschen auf dem Bette liegen, dann ist also Nacht. Gleichzeitig heißt es in Lukas 17, 35, wenn Jesus kommt, werden die Frauen an der Mühle sein und mahlen, das war am Morgen. Oder dann Matthäus 24, 40, Leute werden auf dem Feld arbeiten, das ist tagsüber. Das heißt, dann, wenn Jesus kommt, sind drei verschiedene Zeitzonen da. Das ist natürlich ein Hinweis auf eine runde Erde. Noch genauer können wir es aber nehmen von Eratosthenes. Eratosthenes hat etwa 200 vor Christus zum einen die Erde geografisch beschrieben, da haben wir Skizzen dazu, und er berechnete den Erdumfang. Das war nämlich so, dass er festgestellt hat, dass am Sonnenwendtag, im Sommer, die Sonne ins Jene senkrecht, also 90 Grad von oben, in einem Brunnenschacht geschienen hatte, während in Alexandria, 7 Grad nördlich davon, der Sonnenstand 7 Grad eben sich geneigt hat. Also das heißt, es war derselbe Zeitpunkt. In Siene ist die Sonne senkrecht, während in Alexandria ist die Sonne 7 Grad geneigt. Und damit merkte er, dass die Distanz zwischen Siene und Alexandria, diese 5000 Stadien, ein Siebtel oder 7 Grad des Erdumfangs betrifft. Und somit eben ein 50stel Betrag, der konnte also so, man weiß nicht genau, wie genau ein Stadium, wie lange das ist, aber man könnte sagen, so auf etwa 10% hat er dann den Erdumfang berechnen können. Das heißt, zur Zeit von Jesus wusste man, vielleicht nicht das normale Volk, aber in der Wissenschaft wusste man, die Erde ist rund. Soweit konnte man das tatsächlich bereits fassen. Ja, kommen wir zum dritten Tag. Gott sprach, es sammeln sich die Gewässer unter dem Himmel an einem Ort. Also nicht ein unbestimmter Artikel oder so, sondern ein Zahlwort an einem einzigen bestimmten Ort, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so, und Gott nannte das Trockene Erde. Und die Sammlung der Gewässer nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Ah, da sehen wir, es gab ein Land und ein Meer. Das ist insofern interessant, weil die Naturwissenschaft dieselben Beobachtungen macht. Oder heute ist die Erde zerteilt, wir haben verschiedene Kontinente, die sich gegeneinander bewegen. Man sagt aber, früher waren die Kontinente zusammen. Ich habe da ein Abbild davon, wir werden das noch genauer ansehen im Zusammenhang mit der Sintflut, dass man sagt, Pangäa, dieser Superkontinent, das war ursprünglich ein einziges Land. Also ganz am Anfang war alles unter Wasser, jetzt hat Gott die Erde oder das Erdreich geschaffen, das war ein einziger Superkontinent und ein einziges Meer rundherum. Es gab also nicht verschiedene Meere und verschiedene Kontinentalplatten, sondern das war eine große Fläche. Interessant, dass die Naturwissenschaft auf dieselbe Beobachtung kommt. Hier kann man es ganz fein sehen, dass Afrika und Südamerika passt sowie Puzzlesteine ganz gut zusammen. Also so wird wohl Pangäa ursprünglich gewesen sein. Dann weiter am dritten Tag heißt es, Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist, und es geschah so. Das heißt, Gott erfindet etwas, wie kann etwas, was ich schaffe, über Jahrtausende bestehen, wo doch vielleicht mal eine Überschwemmung kommt, wo ein Baum gefällt wird, wo ein Blitz einschlägt, ein Feuer bricht aus. Wie kann man machen, dass die Erde bestehen bleibt? Denn wenn Gott einfach eine super Erde gemacht hätte mit all den Bäumen und Pflanzen, aber die hätten sich nicht multiplizieren können, dann wäre die Erde immer weiter abgestorben. Und jetzt hat Gott gesagt, ich mache einen Baum, aber ich gebe diesem Baum auch die Möglichkeit, sich zu multiplizieren, indem der Baum durch die Zapfen und so weiter Samen produziert, sodass neue Bäume wachsen können. Es macht also nichts, wenn der einzelne Baum umkommt, der kann sich vermehren. Und so ist die ganze Schöpfung aufgebaut. Wir haben mit diesen Samen, wächst es immer wieder neu. Das heißt, das, was auf der Erde ist, ist immer neu. Es ist immer wieder neu gemacht. Ja, auch letztlich der Mensch, der wächst ja auch alle 7 Jahre, produziert er sich so quasi wieder neu. Es ist immer etwas Aktuelles, es ist nicht so schlimm, wenn etwas mal veraltet oder kaputt geht. Das Einzelne, der einzelne Baum, die einzelne Pflanze geht zwar zugrunde,
aber der Stamm an solches, der geht weiter. Also eine absolut geniale Idee, wie Gott das gemacht hat, dass es eben weiter funktioniert. Das kommt ja so explizit vor. Tja, dann der vierte Tag. Gott sprach, es werden Lichter am Firmament des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter am Firmament des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Also jetzt kommt die Sonne, der Mond, die einzelnen Sterne kommen da dazu. Und jetzt sehen wir hier deutlich, dass der Schöpfungsbericht eben von der Funktion spricht. Wozu hat Gott das gemacht? Es heißt hier für Tag und Nacht, also die Erdrotation, die Sonne, die da ist, jetzt kann der Mensch unterteilen zwischen Tag und Nacht. Er kann aber auch das Jahr unterteilen, dann die verschiedenen Festzeiten. Ja, in Psalm 104,19 steht noch, du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen, also dass der Mensch eine Orientierung hat. Er kann sich orientieren in diesem ganzen Universum drinnen. All das, was rundherum gemacht ist, ist für den Menschen gemacht. Wir sehen also deutlich, das Universum ist nicht das Alte und die Erde ist da irgendwie zufällig entstanden, sondern umgekehrt, die Erde war bereits da. Und wegen dieser Erde, wegen den Menschen auf der Erde, macht Gott dann das Universum. Das Universum in seiner unendlich großen Fülle oder Weite ist ein kleiner Ausdruck von dem, wie groß denn eigentlich Gott ist. Es hilft uns, Gott zu verstehen. Da habe ich auch noch den Gedanken, gibt es jetzt außerirdisch auch noch andere Lebewesen? Natürlich können wir das nicht sagen. Früher hatte man auch gesagt, der Mensch wird nie auf dem Mond landen können. Gott sehe dazu, dass er auf der Erde bleibe. Ja, würde man heute so nicht mehr sagen. Nur Christus kam und starb auf der Erde für den Menschen. Jesus ist nicht auf einem anderen Planeten gestorben und ist da bereits mit den Nägelmalen oder was auf die Erde gekommen, sondern er ist zu uns gekommen. Und das zeigt eben, dass die Erde das Zentrum ist von dem, wo Gott das Auge drauf hat, das Universum, das ist nur Begleiterscheinung. Also nicht so, wie die Wissenschaft es sagt, dass die Erde eigentlich nur das kleine Anhängsel ist, das zufällig eben gerade die richtige Temperatur hat, das Wasser nicht einfach verdampft oder erkaltet, sondern die Erde war immer schon der Hauptfokus von Gott überhaupt gewesen. Jesus kam eben zu uns. Ja, man könnte natürlich das Argument einfädeln, ja, der Schöpfungsbericht, der sagt das zwar so mit 6 Tagen, aber die hatten das wissenschaftlich eben noch nicht besser gewusst und darum hat es Gott eben so geschrieben, respektive Mose oder wer auch immer, hat den Text so geschrieben, wie sie es damals verstanden, aber selbstverständlich sei es anders gewesen. Nun, was könnte man dazu sagen? Ich gehe nicht davon aus, dass der Schöpfungsbericht so nicht stimmt, wie er da steht. Oder das heißt zum Beispiel vom schwarzen Senfkorn, dass das kleinste ist. Matthäus 13, 32. Und da könnte man jetzt natürlich auch zu Recht sagen, ja, aber der Sohn Gottes, der hat ja alles geschaffen, der wusste doch, dass das nicht das kleinste ist. Heute würden wir es doch nicht als das kleinste nennen. Warum steht es denn so in der Bibel? Ist das vielleicht sogar ein Fehler? Ja, ich denke nicht, sondern die Bibel schreibt so, wie der Mensch zum damaligen Zeitpunkt eben geredet hat. Wir sagen heute zum Beispiel auch, hast du den schönen Sonnenuntergang gesehen? Und wir alle würden nicken und sagen, ja, ich habe das auch gesehen, wunderbar war es. Dabei stimmt es ja wissenschaftlich gar nicht, die Sonne geht ja nicht unter, sondern die Erde dreht sich von der Sonne weg. Trotzdem wird das bei uns nicht als falsch angesehen, wenn man so spricht, denn der Mensch spricht so, dass es in seiner Kultur verstanden wird. Die Sonne geht unter, da versteht jeder, was damit gemeint ist, auch wenn es wissenschaftlich eine falsche Aussage ist. Und so spricht eben auch Gott in seine Zeit hinein. Das heißt aber nicht, dass es falsch ist. Wenn jetzt da beim Senfkorn es heißt, dass es das Kleinste ist, dann war es damals eben das Kleinste. Die Aussage ist also richtig. Also nicht, dass man denkt, weil man heute wissenschaftlich anders denkt, sei es früher falsch gewesen. Und darum gehe ich auch davon aus, dass eben auch der Schöpfungsbericht richtig ist. Er ist so gegeben, wie man es damals als richtig verstanden hat. Das spielt gar keine Rolle, wenn man noch nicht alles gesehen hat. Die Aussage als solche, die stimmt. Gott spricht also verständlich, dass es der Einzelne verstehen kann. Er spricht so, dass alle Menschen zu allen Zeiten etwas rausnehmen kann. Darum werden viele Fragen, die wir haben, zwar nicht beantwortet, das ändert aber nichts.
dass wir es so nehmen können. Ja, vielmehr, wenn wir innerhalb der Bibel schauen, wie geht die Bibel selber mit dem Schöpfungsbericht um, dann ist das sehr deutlich, dass die Bibel es selber so nimmt, wie es eben dasteht. Ja, wenn es der Schöpfungsbericht im wissenschaftlichen Gesinnung geschrieben worden wäre, wie wir das heute schreiben würden, dann hätten vielleicht frühere Generationen das gar nicht verstehen können. Und das möchte Gott nicht. Das heißt, der Schöpfungsbericht ist ganz bewusst einfach gehalten. Einfach heißt aber nicht falsch. Ja, wir müssen uns zudem die Frage stellen, was wissen wir denn wirklich? Oder denken wir daran, wenn der Mensch die Bibel liest, setzt er oft seinen Verstand über die Bibel. Das, was er an der Bibel nicht versteht, wird als falsch deklariert. Der eigene Verstand wird darüber gesetzt. Die Bibel sagt aber, dass da ein Sündenfall war, dass auch der Verstand gefallen ist. Das bedeutet, dass der Mensch eben nicht im absoluten Sinne einfach über die Bibel urteilen kann. Es gibt Dinge, die versteht der Mensch nicht, weil er eben einen gefallenen Verstand hat. Und darum aufpassen, dass wir nicht unseren gefallenen Verstand über die Bibel setzen, sondern vielmehr, dass wir unseren gefallenen Verstand von der Bibel her normieren lassen. Wir sehen ja zum Beispiel auch nicht den Strom in der Steckdose, trotzdem würde niemand sagen, es hätte da keinen Strom. Denn man kann den Strom eben messen, auch wenn äußerlich nicht sichtbar ist. Also aufpassen, dass wir nicht nur das, was man von außen sieht, das als absolut setzt, das könnte total daneben sein. Oder dann ein anderes Argument ist, ach komm, das spielt doch gar keine Rolle, ob jetzt die Erde Milliarden von Jahren oder nur einige tausend Jahre alt ist, das ist doch eh Vergangenheit, das hat eh keinen Einfluss auf heute, was diskutieren wir da eigentlich, hat doch gar keinen Einfluss. Denke aber nein, denn wenn das vom Anfang nicht so vertrauenswürdig ist, was da in der Bibel steht, ja, wer sagt mir dann, dass die hinteren Teile so stimmen? Wenn ich die Wiedergeburt erlebt habe, aber der erste Teil stimmt nicht, ja, wer sagt mir dann, dass dann die Wiedergeburt überhaupt richtig ist? Ich kann nur Gott erleben, wenn ich mal vom Glauben her davon ausgehe, es ist tatsächlich so, und in dem Moment, wo ich das glaube, dass es so ist, dass ich es nachträglich dann auch erlebe, in dem Moment werde ich es auch eben erleben. Und darum, man kann nicht sagen, ja, der erste Teil, das steht zwar, aber das stimmt gar nicht, ja, dann kann ich überhaupt nichts mehr nehmen. Das ist eine gefährliche Aussage. Oder denken wir daran, wenn wir im geistlichen Kampf sind, wir den Feind auch überwinden wollen und wir proklamieren den Sieg von Gott, ja, dann können wir dann nicht einfach mit einem Unglauben kommen, denn dann kommt doch gleich der Teufel, der uns den Sinn verblenden will und sagt, ja genau, die Bibelstelle, die ist eben gar nicht echt, ja, dann habe ich gar keine Vollmacht mehr. Es ist eben nicht egal, es ist sogar zentral. Nehmen wir den fünften Tag. Gott sprach, es wimmeln die Gewässer von lebendigem Getier und Vögel sollen fliegen über der Erde unter dem Firmament des Himmels. Ja, jetzt kommen also gewisse Tiere dazu. Denken wir daran, es gab viel, viel mehr Tiere. Viele sind ja dann durch die Sintflut umgekommen, die haben wir heute nicht mehr. Wir können aber die Versteinerung, die Fossilien eben noch sehen. Da merken wir, da muss es also noch ganz andere Tierarten gegeben haben, die wir heute nicht haben. Also es gab viel mehr Tiere. Die meisten sind in der Sintflut natürlich ausgerottet worden. Andere sind auch so noch gestorben. Ja, das Artensterben dauert ja bis heute an. Also es geht nicht darum, dass eine Entwicklung nach oben stattfindet, wie die Evolution das sagt, dass es immer mehr Tiere gibt, sondern umgekehrt von der Bibel her würden wir sagen, Gott hat ganz viel verschiedene gemacht und langsam degenerieren wir, es gibt immer weniger, die noch überleben können. Ja, die Frage ist natürlich auch, gibt es Dinosaurier? Das ist eine Frage, die immer wieder mal kommt. Von der Bibel her können wir Folgendes sagen, es gibt so einige Bibelstellen, da kommen so große Urtiere vor. Zum Beispiel im Hiob 40, Vers 25. Kannst du den Leviathan, also ein Riesentier à la Krokodil, fangen mit der Angel und seine Zunge mit einer Fangschnur fassen? Oder da redet Hiob offenbar von einem ganz großen Tier. Hiob ist ja recht kurz nach der Sintflut dann auf die Welt gekommen, also dass man das zeitlich hat. Vielleicht hat der solche Tiere noch gesehen oder zumindest noch davon gehört. Oder auch Hiob 26, 12, durch seine Einsicht hat er Rahab, ein Drache der Urzeit, zerschmettert. Und so kommt das eben auch im Kapitel 9, 13, Psalm 89, 11 vor oder dann auch die andere Stelle, Hiob 8, 3 oder Psalm 74, 14. Also wir haben da doch einige Bibelstellen,
die reden da von so großen Tieren. Von dem her können wir rausgehen, doch, die hat es gegeben. Nun, für uns klar scheint mir, wenn man Ausgrabungen hat, wie dieses Bild hier, paläontologische Funde beweisen eben die Existenz von Dinosauriern. Man fragt sich natürlich, warum leben die heute nicht mehr, aber das könnte man von Brachiopoden und Ammoniten oder was man da immer auch findet, auch sagen. Nun, alle Tiere, die hatten gelebt vor der Sintflut, dann kam die Sintflut, Noah hatte zwar, oder Gott hat es so geführt, dass von allen Tieren ein paar mit dabei auf der Arche waren, aber alle anderen sind ja in der Sintflut gestorben. Und dann mussten all die Tiere sich von diesem einen Paar, von der Arche, sich wieder vermehren und das hatten offenbar nicht mehr alle geschafft. Denken wir daran, dass ja dann bald auch die Eiszeit gekommen ist. Wir sehen das dann im Zusammenhang mit dem Sintflutbericht. Das heißt, wenn jetzt da die vielleicht kleinen Dinosaurier mit auf der Arche waren, konnten die sich nicht mehr vermehren und die klimatischen Bedingungen waren dann nicht mehr gegeben. Das heißt, die allermeisten sind während der Sintflut gestorben, wie hier jetzt bei diesem Bild. Da ist Schlamm darüber gekommen, luftdick, sauerstoffdicht wurde der Knochen oder das Tier eingepackt, sodass wir heute die Knochen eben versteinert noch finden können. Also die Dinosaurier, die hat es ganz sicher gegeben, die sind einfach während der Sintflut umgekommen. Ja, man kann sich auch fragen, wie können da neue Geninformationen entstehen? Evolutionistisch geht man ja davon aus, dass es mal das erste Quarzowatz-Tröpfchen gegeben hat, dann der erste Einzeller und so hat sich das Lebewesen, die Lebewesen weiterentwickelt, ist immer komplexer geworden. Wie geht denn das? Man sagt ja, dass das zufällige Mutationen sind, die positiv sind. Oder in der Natur geschehen Mutationen, das heißt der Gensatz auch des Menschen verändert sich immer ein bisschen, darum haben wir ja auch Genschäden, wenn man dann heiratet und ein anderes Gen kommt dazu, also ein anderer Gensatz und dann deckt sich das, dann sind dann die Heilen in der Regel zumindest die Dominanten und so gleicht sich das immer wieder aus, aber wenn zwei kranke Gene zusammenkommen, dann entstehen dann diese Erbschäden. Jetzt, man kann das vergleichen mit einem Magnetspeicher. Früher hatte man ja diese Musikkassetten oder diese Disketten, die da mit einer Magnetschicht bestückt waren. Eine Mutation ist so etwas Ähnliches, wie wenn man jetzt so ein Magnetband oder eben eine Diskette nimmt und ein Magnet darüber führt. Dann werden die Eisenspäne ausgerichtet gemäß des Magneten. Ja, und dann ist eben der Speicher, sind die Daten dann eben nicht mehr drauf. Jetzt könnte man aber theoretisch sagen, ja, wenn man genügend häufig mit verschiedenen Abständen das probiert, dass eine Magnetspule zusammen dann mit einem Magneten in Berührung kommen, dann könnte es ja zufällig sein, dass die Anordnung der Magnete und somit die Daten, die da drauf sind, sich so verändern, dass dann, sagen wir, das Programm oder die Daten, die drauf sind, plötzlich dann besser sind wie vorher. Könnte ja theoretisch sein, wenn man genügend viel Zeit hat, dann geht es. Nur, wenn man das jetzt einzeln so mal nimmt, wenn man ein Magnet an einem Magnet, also ein Tonband oder so gibt, dann ist eben sind die Daten dann eben entsprechend weg. Das heißt, zufällige Mutationen, dass der Mensch zufällig entsteht, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr klein. Jetzt die Argumentation bei den Evolutionisten ist, ja, du brauchst einfach genügend Zeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer. Oder man kann entsprechend Dinge dann züchten, da kann man das noch unterstützen und so können doch auch neue Rassen entstehen. Man braucht einfach genügend lange Zeiten. Nun, der zweite thermodynamische Hauptsatz der Physik widerspricht dem. Der zweite thermodynamische Hauptsatz sagt, dass alles dem Zufall übergeben ist, somit steigt die Unordnung. Es ist wie in einem Kinderzimmer. Wenn du nichts machst, dann entsteht Unordnung. Damit Ordnung entsteht, musst du Energie investieren, dass das geht. Das heißt, auch in der Natur, der Zerfall ist immer da. Das Gleichgewicht, sagt man, liegt beim Zerfall. Das heißt, es wird nicht automatisch besser, sondern wenn Mutationen da sind, ist das ganz selten, dass mal eine positive Mutation ist, die sich dann halten kann. In der Regel ist die Mutation eben negativ. Man nimmt dann in der Evolutionstheorie das Beispiel mit dem Affen, dass man sagt, ja, wenn man dem genügend Zeit gibt, dann kann der ein ganzes Buch schreiben. Oder sagen wir, wie lange dauert es, bis ein Affe zufällig Jesus auf eine Schreibmaschine getippt hat? Und das kann man ganz einfach berechnen. Eine Tastatur, sagen wir mal 40
Tasten, die da sind, oder sagen wir 26 Buchstaben, zufällig, dass er jetzt ein J drückt, ist 1 zu 26. Und dass er nach dem J gleich noch ein E drückt, ist 26 hoch 2. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er Jesus so als Wort schreibt, ist 26 hoch 5. Und wenn man jetzt sagt, 2 Anschläge pro Sekunde, kann man das auf die Sekunde genau berechnen, statistisch gesehen, wie lange braucht er, bis er Jesus geschrieben hat. Und jetzt kann man im selben Sinn natürlich weiterfahren. Wie lange braucht er, bis er Johannes 3,16 geschrieben hat? Wie lange dauert es, bis er das Johannesevangelium, die ganze Bibel geschrieben hat? Ja, so kann man das einfach aufrechnen. Es hat aber einen Rechnungsfehler drinnen, denn wenn man so sagt, der Affe tippt etwas, geht man davon aus, dass das, was entstanden ist, auch bleibt. Aber das ist in der Natur natürlich nicht so. Wegen des zweiten thermodynamischen Hauptsatzes ist alles dem Zerfall geweiht. Also wenn jetzt tatsächlich in einer Bucht irgendwo durch einen Blitz ein kurzer Warztröpfchen entstanden wäre, dann wäre das eben auch schnell wieder zerfallen. Das bleibt ja nicht einfach so über Millionen von Jahren, bis dann irgendwo ein nächstes dazukommt und so dann irgendwie ein Einzeller entsteht. Und darum stimmt das Beispiel eben nicht. Es braucht einfach genügend Zeit. Das funktioniert in sich eben nicht. Zudem, wenn es so wäre, dass vom Einzeller her der Mensch sich langsam entwickelt hätte, dann brauchten wir ganz viele Zwischentiere, diese Missing Links, also diese Zwischentiere, die eben fehlen. Das heißt, es müsste dann so Land, halb Lufttier geben oder so halb Wasser, halb Landtier geben. Punkt ist aber der, dass nach der Evolutionstheorie die schwächeren Tiere jeweils aussortiert werden. Das Beispiel wird genommen vom Giraffen. Also welches Tier kann besser überleben? Ja, der bessere Nahrung hat. Der Giraffe ist also im Vorteil, weil er einen längeren Hals hat. Er kann in der Höhe noch Essen finden, wo andere Tiere, die nur auf dem Boden rumkriechen, da eben das nicht mehr haben. Und darum das Tier, das den längeren Hals hat, das überlebt und so entwickelt sich der Hals immer mehr nach oben. Das Komische ist daran, warum geschieht das nur beim Giraffen, nicht bei all den anderen, aber es ist dann eine andere Frage. Ja, was wäre jetzt, wenn da ein Tier ist, ein Fisch ist, der Flossen hat, das langsam zu Armen heranwächst? Ja, dann wäre dieser Halbfisch dann nicht mehr so schnell beim Schwimmen und würde schneller gefressen werden als der nur eben Flossen hat. Darum, der würde sowieso wieder ausselektioniert werden. Das stimmt irgendwie vom System her nicht. Und darum, ich habe es mal so hingeschrieben, auch die Evolutionstheorie braucht Glauben. So wie wir von Hebräer 13, 11, Vers 3 ausgehen, dass wir durch den Glauben erkennen, dass Gott die Welt gemacht hat, so braucht eben auch die Evolutionstheorie Glauben. Evolutionstheorie stammt ja aus dem Jahre 1856, The Origin of Species von Darwin. Das heißt, das war ein Modell, ein Denksystem, das von Hegel aufgebaut ist, dass sich alles nach oben entwickelt, von einer Theorie und einer Gegentheorie, dann gibt es die Mischform davon, so würde sich alles nach oben entwickeln, das war so das Denken jener Zeit. Heute wissenschaftlich gesehen würde man das nicht mehr so funktionieren, es gibt nur keine Alternative. Das ist ja der Grund, warum die Evolutionstheorie immer noch Bestand hat. Denn wenn man Gott einbeziehen würde, würden wir uns ja Gott gegenüber verantworten müssen. Und das möchte man dann eben doch nicht. Nun, noch der sechste Tag, Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art. Vieh, Gewürm und Wild der Erde, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Das heißt, die Landtiere, die kamen dann erst am sechsten Tag dazu, gleichzeitig dann auch mit dem Menschen. Ja, man kann sich jetzt fragen, wie geht das? Entwickelt sich die Pflanze zum Beispiel aber nicht noch weiter? Ist es nicht auch heute noch so, dass eine Evolution stattfinden kann? Wir haben doch immer mehr Rassen, die da auch sind. Wie ist das eigentlich zu verstehen? Kann sich etwas tatsächlich nach oben entwickeln? Sagen wir, eine Pflanze, die irgendwie im Mittelland ist und die entwickelt sich langsam nach oben, dass sie dann eben auch noch auf 2000 Meter oder so anzutreffen ist, da hat sich doch die Pflanze weiterentwickelt. Das wäre also so eine teilevolutionistische Entwicklung. Ja, vielleicht könnte man der Evolution ein Stück weit etwas abgewinnen, denn es kam ja schließlich der Sündenfall und dann kamen ja dann die Dornen und Disteln, da hat es vielleicht so einen Knick gegeben. Jetzt von der Bibel her würden wir aber sagen, wir würden sehr umgekehrt sagen, dass die Pflanzen sich nicht nach oben entwickelt haben, sondern umgekehrt.
dass die Pflanzen eine große Vielfalt hatten, wie sie sich anklimatisieren können, und sie degenerieren je länger, je mehr. Dass man also sagen würde, eine Pflanze hat sich nicht vom Mittelland in das Gebirge hochentwickelt, sondern umgekehrt, diese Pflanze konnte ursprünglich auf 2000 Meter wie auf 400 Meter leben. Heute hingegen ist ein Teil degeneriert, dass eben Bergpflanzen es nicht mehr schaffen, im Mittelland überleben zu können. Das heißt, die Vielfalt nimmt eher ab, als sie eben zunimmt. Also so könnte man das auch erklären, warum gewisse Pflanzen nur im Gebirge sind. Gott hat sie als vielfältige Pflanzen geschaffen und gewisse Standorte können sie nicht mehr wahrnehmen, weil sie eben degeneriert sind und nicht umgekehrt, dass sie sich besser spezialisiert haben. Ja, und dann der Höhepunkt der ganzen Schöpfung, 1. Mose 1, 26 folgend. Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Oder lasset uns, das uns zeigt, ja, das ist eine Mehrzahl, das könnte schon ein Hinweis sein auf Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das Spezielle ist, die haben dort eine Sitzung gemacht. Bei allem anderen heißt es ja einfach, dass Gott gesprochen hat und es war da. Jetzt ist offenbar die Rede, dass die zuerst eine Pause machten, diskutiert hatten, lasst uns Menschen machen, und dann erst kamen die. Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Ah, der Mensch, der ist also eine ganz andere Kategorie. Wir haben also die Steine, wir haben die Pflanzen, wir haben dann die niederen und höheren Tiere, und der Mensch ist eine ganz andere Klasse. Also schon das zeigt uns, ja, der Mensch ist nicht einfach ein besserer Affe. Nur der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Bilde Gottes bedeutet also nicht rein äußerlich, Gott selber ist der Geist, sondern im Bilde Gottes geschaffen meint all die Eigenschaften, die eben nur der Mensch hat. Der Mensch kann zum Beispiel Verantwortung tragen, was bei den Tieren nicht möglich ist. In der Anthropologie gehe ich da auf einen 16-teiligen Menschen ein, wo man dann eben deutlich sieht, welche Aspekte hat der Mensch, was die Tiere nicht haben, und das widerspiegelt eben dieses im Bilde Gottes geschaffen sein. Geht es dann weiter, Menschen, die da herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über alles Getier des Feldes und über alles Gewürm, das da auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Ja, gewaltig. Der Mensch ist also die Krönung der ganzen Schöpfung. Die Schöpfung ist dem Menschen unterworfen, er soll die Verantwortung tragen, wir tragen also Verantwortung für die Schöpfung, in der wir jetzt stehen. Das heißt, die ganze Klimadebatte und die ganze Umweltdebatte gehört da sicherlich mit hinein. So, soweit sind mal die 6 Schöpfungstage. Wir werden dann im Folgenden noch näher ansehen, wie war das jetzt zu jener Zeit und was würde das jetzt als Unterstreichung des ganzen Schöpfungsberichtes für uns bedeuten. Wir gehen im nächsten Video dann darauf ein. Bis dann wieder.